Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Es geht natürlich immer noch weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin. Und Steelblade, sag ich, soll meinen Stuhl nicht vergessen, also lehne ich mich mal kurz zurück. Habt ihr den auch noch mit drauf? Die Reihe Fletching zu Botkin, da geht es ja nach wie vor darum, dass ich mich quasi in niedrigere Elo hineinversetze, auf der Stufe Gegenspieler auf dieser Elo quasi spiele und dabei beschreibe, wie ich denke, wie man sich verbessern kann, auf welche Dinge man achten sollte und allgemeine Tipps natürlich auch mit einstreue. Das Ganze jetzt hier gerade im Bereich 1100 bis 1200 Elo. Dann haben wir jetzt gerade Steelblade mit 1176 Elo. Also doch im höheren Bereich auch schon angesiedelt. Und ja, wir spielen heute auf 10 Noten. Es ist, ja, Arabien letzten Endes auch relativ ähnlich. Ich glaube, in diesem Elo-Bereich hatten wir bislang nur Arabien und Arabien-Varianten sozusagen, also die sich von nicht so groß davon unterscheiden. Aber ich glaube, auch in diesem Bereich werden wir wieder mindestens 6 Lektionen haben, vielleicht sogar 7. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass da keine Abwechslung reinkommt. Jetzt brauche ich, apropos Abwechslung, meinen Zufallsgenerator für die Zivilisation. Ich muss einmal kurz noch checken, ob da auch alles up to date ist. Ja, sieht alles gut aus. Und die Kumane ich bekomme, das ist sehr interessant. Das ist ein interessantes Volk auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ihn das ein bisschen ja, als Fiente treffen wird, vielleicht, wenn er. Na gut, er hat die Reihe natürlich auch geguckt, also er weiß schon so ein bisschen, was auf ihn zukommt. Aber ja, gut. Ich glaube, ich werde die meisten des Sith Boni von denen nicht besonders nutzen. Weil ich ja möglichst Standard spielen möchte, also werde ich einen Scout-Charge mit denen spielen und keinen. Und das zweite Dorfzentrum, das man schon in der Verteilzeit machen kann, erstmal außen vor lassen. Ich glaube, das würde schon etwas zu weit führen. Kuman gegen Franken, das könnte also ein Scout-Krieg werden. So, wir starten natürlich wie immer. Also es wird erstmal ein ganz normaler Scout-Bild. Die Rehe liegen hier sehr, sehr gut. Die würde ich normalerweise auf meinem Level, glaube ich, anlocken. Mindestens mal eine. Ein oder zwei. Aber das machen wir nicht auf dem Level. Wir scouten auch noch nicht mit den Schafen. Also heißt nicht, dass ihr es nicht machen sollt oder dass ihr es nicht könnt, sondern dass ihr es nicht braucht. Das nochmal zum Verständnis. Wichtig ist nur, dass der Scout immer aktiv bleibt, also dass man den nicht mit Wegpunkten irgendwie durch die Gegend schickt am Anfang, sondern dass man immer aktiv guckt, auch wo er gerade hinläuft, damit man alles bewusst auch erst geoutet und sieht. Hm. So, im Gegensatz zu Arabien gibt es weniger Hügel, dafür gibt es ein bisschen mehr Wasser auf der Karte, da aber auch kein besonders lohnenswerter Fisch drin. Und allgemein sind die Wälder auch ein bisschen dünner angesiedelt. Also sie ist ein bisschen offensiver insgesamt, die Karte, als Arabien. So, mir fehlt nur noch mein zweites Wildschwein. So, wenn wir wieder gegen Scouts spielen, also höchstwahrscheinlich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dann können wir eigentlich auch wieder unsere Präventivwelle mit einbinden hier. Da ist mein zweites Wildschwein. Ich nehme aber zuerst das hier vorne. Man sollte immer das, was ein bisschen, sag ich mal, offensiver gelegen ist, also das, was der Gegner am wahrscheinlichsten zuerst findet, wenn er einen scoutet, das sollte man sich immer zuerst nehmen. Weil ab einem bestimmten Niveau die Leute einfach anfangen, die Wildschweine auch zu klauen. Auf dem Level ist es noch nicht zu erwarten, es kann aber immer wieder sein, dass jemand es zumindest mal versucht. Und einfach schon die Angewohnheit zu haben, auch einfach immer dieses Wildschwein zuerst zu nehmen, ist einfach sehr, sehr gut. Dann ist das einfach eine Angewohnheit, die man bereits im Blut hat. Warum eigentlich mit dem Bären da? So, ich glaube, ich drehe noch ein Ründchen mit dem Scout. Dass ich hier hinten so ein bisschen weiß, wo eigentlich der Kartenrand ist. Also hier habe ich ihn schon.
Das mache ich jetzt mal mit ein paar Wegpunkten. Damit ich mich hier voll und ganz auf das Wildschwein konzentrieren kann. So, das habe ich gescoutet, jetzt gehe ich zu ihm. Da er wahrscheinlich als Franke natürlich ziemlich schnell in die nächste Zeit gehen wird, wenn wir auch 21 Populationen spielen. Dass ich da nicht allzu sehr hinterher komme. Okay, das ist hier wichtig. Dass ich das hier nochmal gescoutet habe, das könnte durchaus relevant werden. So, ich sortiere hier schon mal die Viecher. So, alles gut soweit. Also wir können hier hin mauern, können hier vorne mauern, können hier mit dem Gold mauern und hier noch zumachen. Das wäre jetzt so der langfristige Plan. Wir haben ihn noch nicht gescoutet, das ist natürlich nicht gut. Hier ist er auch nicht. So, wo ist er denn? Da habe ich einen Shift-Click vergessen, alles klar. Also, gut, der Skull war auch nicht besonders aktiv, muss man leider dazu sagen. Wo können wir, naja, da muss er wahrscheinlich unten sein, ne? Wo wird er denn wohl sein? Vielleicht spielt er auch einfach eiskalt Fastcast, das kann natürlich auch sein. Ah, schau mal an. Ja, den habe ich nicht bekommen und ich werde wahrscheinlich den Scout deswegen verlieren. Na, ja, noch nicht. Arbeiten die hier eigentlich? Ja. Okay, ich habe also mit der Nahrung sieht es nicht gut aus hier. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich, weil ich die wer essen sie? Schafe, die habe ich ein bisschen ineffizient genommen. So kann ich mir nur einen einzigen zusätzlichen Scout jetzt hier gerade leisten. Das ist natürlich absolut nicht gut. Dorfwohnerproduktion hat hier ja gerade Vorrang. Ich wollte das ein bisschen mehr so gestalten eigentlich, damit ich das Gold hier noch mit einfassen kann. Ja, alles nicht so günstig hier gerade. Macht er denn eigentlich seinen Stall? Ja, hier. Nee, das ist Schmiede. Vielleicht macht er echt Fastgasse. Aber dafür war er zu früh oben, glaube ich. Ah, hier ist auch noch offen gerade. Ah, ein Quick Wall hier, okay. Nicht schlecht.
Ah, der ist aus einem Stall, alles klar. Wir klauen ihm mal eine Farm hier. Oh, das war nicht gut von mir. Okay. Dann brauchen wir Sperrträger. Ich habe schon extrem viel von meiner Scout-HP quasi verschwendet. Und das gegen einen Gegner, der auch einfach mehr HP einfach schon, also Lebenspunkte auf seinen Scouts hat, ist natürlich absolut nicht gut. Das hier ist unnötig. Ja, vielleicht kriegt er den Dorfwohner hier, aber er wird dann alle seine Scouts dafür verlieren, wenn er hier nicht aufpasst. So. Das hier zu machen. So. Weiß nicht, ich glaube, er hat weniger Scouts gemacht als ich. Also ich würde mich hier auch nicht pauschal zum Sieger dieses Austausches erklären wollen. So, aber wir gucken trotzdem nochmal, ob er noch irgendwo offen ist. Vielleicht besser hier anfangen, oder? Vielleicht auch noch besser ein Haus hier reinbauen. Er scheint nicht offen zu sein. Da ist, bin ich aber offen. Ja, das wird sich hier nicht lohnen. Den Dorfwohner werde ich verlieren, wahrscheinlich. Irgendwo schwache Dorfwohner eigentlich. Na, sieht nicht so aus. Was macht die Kollegin hier? Habe ich die denn geschickt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt kann sie hingehen und das hier nochmal zu Ende bauen. Kriegt er den? Ich glaube nicht, ne? Knappe Sache auf jeden Fall. Fehlt ein bisschen an Gold, aber genau, weil der jetzt hier gegen meine Dings gekämpft hat, meine Refunern, daran lag es wahrscheinlich. So. Ach komm. Ein Gold im Ernst? Nein, ne. So. Ich kann schon mal mein zweites Dorfzentrum jetzt auf dem Weg in nächster Zeit bauen. Auch wenn es nicht mehr den riesen Effekt haben wird. Ja, wir wollen eigentlich nicht Ritter gegen Ritter hier spielen. Weil seine einfach besser sind. Deshalb gehe ich ein bisschen auf Stein. Wir können auch ein bisschen Abwechslung heute mal reinbringen. Ist hier eigentlich zu, wenn wir schon von Abwechslung sprechen. Ich glaube nämlich nicht. Ein paar Ritter zur Verteidigung oder vielleicht ein paar Kamele werden wir machen müssen, denke ich mal, bis ich genug Stein habe, um meine Burg zu bauen. Dann kann ich auf meine Kipchaks gehen. Er hat bislang sehr, sehr gut gespielt. Ich würde sagen, er hat sogar besser gespielt bislang als ich. Da gucken wir mal, wie seine Ritterzeit aussieht, ob er da zeitgleich mit mir ist oder ein bisschen langsam ist vielleicht sogar. Er hat einfach alles das bessere Volk natürlich und ich habe die Stärken meines Volks relativ sporadisch nur genutzt bislang, also das hier wird nicht viel, okay, auf der zwei Stelle ist eine wichtige Information. Mein zweites Dorfzentrum hier wird jetzt wahrscheinlich fertig sein und dann bin ich, naja, auch bei 80% allerhöchstens. Das heißt, also es wird keinen Riesenunterschied machen, aber ich wollte es einfach mal jetzt noch irgendwie einbauen, natürlich. Hat sie auch sehr gut gemauert, also ich kann ihm da wirklich nur ein Lob aussprechen. Macht alles sehr gut. Ich hole mir aber, glaube ich, das dritte Dorfzentrum zuerst. Und das bauen wir mal
hier so hin. Okay, sehr gutes Timing, also wir beide ungefähr gleich. Ja, ich mache Kamele zur Verteidigung. Spielen wir heute mal ein bisschen defensiver. Können vielleicht auch ein paar Mönche zum Einsatz bringen. Will wissen, ob er auch weitere Dorfzentren macht oder ob er komplett mit einem erstmal spielt. Lang sehe ich nichts Besorgniserregendes. Jetzt kann ich mir schon mal überlegen, wo meine Burg am besten hin kann. Ich würde sagen, hier hin. Oh, da ist ein Dorfzentrum. Weil hier meine beiden Gold sind. Da kann ich die beide auf einmal schützen. So, Häuser brauchen wir aktuell nicht so akut. So, wir können jetzt auch mal nachholen, das hatte ich auch im ersten Video dieser Elo-Reihe gesagt. So, ich patrouille einfach mal rein. Ist ja nicht offen. Ja. So, wir können jetzt auch die Burg jetzt holen direkt. Und währenddessen produzieren wir, das versteht ihr natürlich von selbst, ich sag's ehrlich jetzt gar nicht mehr so wirklich, die ganze Zeit Dorfwohner. Jetzt können wir mal doppelt abmauern hier. So, ich mache auch schon mal ein paar Upgrades für meine. Oh, also. Das hier ist jetzt so langsam sehr gefährlich. Ich glaube, ich ziehe einfach mal um mit den Kollegen. Weil sonst mache ich mir auf jeden Fall eine eigene Lücke da rein. So. Habe ich eigentlich mal ein Upgrade? Ja, habe ich. Ich glaube, das Feld-Upgrade habe ich nicht gemacht, aber es lohnt sich dann jetzt auch nicht mehr, weil jetzt habe ich schon einige neue Felder gemacht. So, ich habe jetzt mal Kipchaks. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einige Upgrades für, unter anderem natürlich den Botkin-Fall. Was können wir währenddessen noch machen? Wir können schon mal Reliquien einsammeln. Wenn wir jetzt auf ein längeres oder defensiveres Spiel einstellen, dann ist es ja vielleicht nicht verkehrt, sich auch langfristige Vorteile zu sichern. Jetzt kommt der Botkin-Fall, dann brauchen wir aber auch eine Schießanlage, um uns, wie heißt es denn, den Daumenring zu holen. So, wir holen unsere Jungs wieder dazu. Na, ich habe noch nicht genug Kipchaks, um mich hier komplett zu verteidigen. Ich mache mal noch ein paar Dinger. Ich kann auch einen Menschen reinmachen eigentlich. Müsste aber genug Dorfzentren haben, um mich hier zu verteidigen. Immer schön drauf da, dann kann die hier das wieder zumachen. Oh, wir können hier den Wegpunkt aktualisieren. Wird vielleicht noch versuchen, hier den ein oder anderen Dorfbewohner zu bekommen, aber es dürfte wahrscheinlich eher nicht von Erfolg gekrönt sein. Ich mache mal kurz hier auf. Dann kann ich hier raus und mir die Reliquie holen. So, wo habe ich denn mein zweites Stein hier? Okay. Ich will auch eine zweite Burg machen, wie ich gerade sehe. Wo will ich die hin haben, ist dann die Frage. So,
Wo will ich die hin haben? Wahrscheinlich eigentlich hier hin, so auf dem Hügel zwischen uns beiden. Oh, keine Häuser gebaut. Und vielleicht auch noch welche abgerissen da eben an der Front. Das ist natürlich nicht gut. Dann kann ich ja zumindest irgendwo mal. Ah, es baut auch noch hier natürlich direkt seine. Hat er natürlich direkt seine Dudes. Ja, kann ich meine Burg dann dahin bauen, ist dann die Frage. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Dann baue ich sie. Wo kann ich sie dann noch schön hinbauen? Dann mache ich die hier so ein bisschen an die Seite, dann kann ich mir da noch ein Gold sichern. Jetzt hier Upgrades, 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 wunderbar. Machen die ganze Zeit Dorfwohner und machen soweit es geht natürlich auch die ganze Zeit Kipchak, ne? Oh, da habe ich einen aus Versehen hingeschickt, das sollte nicht sein. So, wir brauchen noch ein paar Felder auf jeden Fall. Gold haben wir genug mittlerweile, würde ich behaupten. So. Das machen wir zu und schicken die dann heraus. Ich glaube, ich habe irgendwo den Wegpunkt vergeigt. Oh, ja, ich bräuchte hier natürlich ein Tor eigentlich. Egal. Produzieren in die Burg rein. Schon eine Reliquie, jetzt können wir die zweite einsammeln. Also diesmal lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen. Das ist ja auch ganz gut so eigentlich. Aber wir können auch schon in die nächste Zeit. Dann nehmen wir mal das Dorfzentrum in der Mitte. Ist die Frage, was ist unsere Armee-Zusammenstellung? Er wird vielleicht auf Bikinieren bleiben. Hier kommst du erstmal nicht durch, mein Freund. Aber wir können vielleicht zu dir durchkommen. Ein paar Belagerungswaffen wären ganz gut, deshalb machen wir jetzt hier Waffenschmieden. Das Upgrade hat nicht geholt, ja, habe ich. Wunderbar. Vor den Schwerträgern laufen wir natürlich weg. Mach hier nochmal auf, das ist jetzt mir eben doch zu blöd. Und wir können dann auch noch später als vielleicht menschlichen Schutzschild so ein bisschen leichte Kavallerie noch einmixen. Gibt es eigentlich noch irgendwo zusätzlichen Stein? Bislang haben wir keinen gesehen. Jetzt mal checken, ob eine Basis überall da, wo sie zu sein sollte, auch zu ist. Sieht aber eigentlich ganz gut aus insgesamt, oder? Ich glaube, das Kipchak-Upgrade kostet kein Gold, aber sehr viel Holz und sehr viel Nahrung. Das weiß ich jetzt aber leider nicht mehr auswendig. Zwei Reliquien haben wir schon, jetzt kommt, ist gerade Ritter vom Weg. Also auch fürs Late-Game bereits gut aufgestellt. Das ist auch eher ein Makrospiel. Hier die Burg hätte ich auch gern gehabt. Oh, hier scheint eine Lücke zu sein. Missklick von mir. Oh, da habe ich meinen Mönch ausgemauert. Naja, passiert. Ein bisschen Hit und Run hier. So, was kostet der Spaß? Oh, kann ich mir sogar direkt holen. Sehr gut. Und auch, ja, den Triebock hole ich mir dann danach. Dann hole ich mir erstmal weitere Upgrades hier. Ich glaube, ich ignoriere seine Burg einfach und greife ihn nicht unten an. Da ist nämlich sein Gold. Wir sind hier auf jeden Fall safe. Da kann man erstmal von ausgehen, dass das auch so bleiben wird. Das hier können wir auch mal anschalten hier. Noch eine Burg könnten wir gebrauchen. Die wäre natürlich hier sehr schön. Ich mach sie alle jetzt relativ defensiv, dann kann ich mir hier nochmal meine Basis ein bisschen an der Seite sichern. Ja,
Da greift er mich an, das kann er ruhig machen, so. Die stelle ich einfach zur Bewachung hier ans Türchen quasi. So, gucken wir doch mal. Kann ich auch nochmal einen neuen Mönch machen eigentlich? Und ah, hier fällt mir noch ein Upgrade. Jetzt habe ich natürlich meine Ramse so ein bisschen allein gelassen, aber ich glaube, meine Kipchaks dürften jetzt hier regeln. Dann wäre der nächste Schritt jetzt hier noch ein bisschen Schutzschild zu bauen. Dorfbewohner brauche ich eigentlich gar keine mehr. Meine Hoffnung ist auch so ein bisschen, da ich ihm jetzt gerade den Stall zerstört habe. Okay, hier sollte ich vielleicht mal zumachen. Dass er gar keiner seiner letzten Upgrades alle nicht bekommen hat. Apropos Upgrades, da fehlt mir auch noch eins. So, was mir auf jeden Fall noch fehlt, also ich sag GG. Aber das war ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, bislang mein Lieblingsspiel. Von denen aus der Reihe. Hat er insgesamt sehr solide gemacht. Ich habe auch keinen richtigen Fehler von ihm, ehrlich gesagt, jetzt aus meiner Perspektive erkennen können. Also keinen, der sag ich mal, den ich auf meinem Level nicht auch erwarten würde oder von mir nicht erwarten würde. Das ist am besten formuliert, glaube ich. Oh, hier wäre noch eine Reliquie. Hat er sich dich eigentlich geschnappt? Ja, tatsächlich, okay. Was noch ein bisschen gefehlt hat von mir, wäre noch Scouting an der Seite gewesen. Ich hätte das Stein hier auf jeden Fall noch gebraucht. Das Gold habe ich mir aber auf jeden Fall gesichert. Also wir haben es ja im Prinzip auf der gesamten rechten Spielhälfte nur aufgehalten. Die linke war ja so ein bisschen außen vor. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Genau, das hatte ich vermutet. Also ich habe jetzt hier den Druck gemacht. Es gab ja zwei Optionen quasi. Den Hügel hätte ich gern gehabt, den hätte er bekommen, weil er einfach mehr Präsenz hatte auf der Karte. Das hat er gut gemacht. Und ja, was relativ typisch ist, ist dann einfach mit dem Kopf durch die Wand zu laufen und quasi zu versuchen, so hey, hier steht die Burg, die will ich auch loswerden. Aber warum nicht einfach hier angreifen? Hier ist sein Hauptgold, hier war seine Schmiede, hier ist sein Dorfzentrum. Ja, da können wir ihm doch am ehesten noch Schaden zufügen. Ich weiß nicht, ob ich viel... Ich glaube, heute habe ich auch relativ viel Micro gemacht, sage ich mal. Also ich bin viel mit dem Schießen und Zurücklaufen aktiv gewesen. Ist bei den Kipchak aber auch wirklich wichtig. Ich glaube, wenn man das nicht macht, sind die Kipchak keine starke Einheit. Kipchak, wie heißt die nochmal? Kipchak, ne? Ja. Und gerade gegen seine Einheiten, die ja Bonusschaden gegen mich haben, die Pikiniere. Sehr wichtig. Aber ich glaube, das kann man auf dem Level auch auf jeden Fall erwarten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier ein Micro gezeigt habe, das über diesem Level liegt. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen insgesamt. Wir schauen uns jetzt aber nochmal das Replay an. Das war zu viel hier. Der hätte ich jetzt Dorfbewohner löschen müssen. Aber besser so rum als andersrum. Ne? Also er hat auch eine sehr gesunde Zahl, aber das hier ist so 10, 20 zu viel. Aber das ist nicht schlimm. So kann man es auf jeden Fall noch ein bisschen löschen. Und wir sehen, seine Zeiten waren auch sehr nah an meinen dran. Wir gucken gleich mal in der Feudalzeit. Ich vermute mal, dass er viel gewollt hat und viel mit seinen Mauern halt nochmal ein, zwei mehr Dorfbewohner einfach gemacht hat. Das ist aber auch völlig legitim. Ansonsten hat er mehr Nahrung gesammelt, okay. Ja gut, er hat auch die nahrungsintensive Einheit natürlich gemacht. Ansonsten, ja, eigentlich nichts groß Überraschendes. Ich hatte mehr Stein, weil ich auf meine Spezialeinheit gegangen bin. Er hat aber auch mehr Militär als ich. Also wie gesagt, also aus meiner Sicht bislang war das ein wirklich starkes Spiel. Ich war das erste, das nicht künstlich in die Imperialze gegangen ist. Also auch nicht eins, wo ich quasi einen Angriff unterbrochen habe, um das Spiel länger zu machen. Also das war so, wie ich das gespielt habe, auf jeden Fall notwendig. Ich habe ja nicht offensiv gespielt in der dunklen, wie heißt sie? Die Ritterzeit, genau, so heißt sie. So, gucken wir mal auf ihn.
Also ich habe 21 Populationen gespielt und es war mit der Nahrung wirklich sehr problematisch. Also ich glaube, es lag wirklich daran, dass meine Dorfbewohner mehrere Schafe oder anderes Getier auf einmal geschlachtet haben und dadurch das insgesamt ein bisschen ineffizient geworden ist. Dadurch hatte ich kaum Nahrung, um wirklich Ostgots zu machen. Das war nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Und das zusätzlich Dorfzentrum, das war halt mehr so den Gimmick ausnutzen. Ich glaube, da habe ich vielleicht einen Dorfbewohner draus gemacht, bevor ich tatsächlich in der Ritterzeit angekommen war. Oh, fancy. Er macht sogar den TC-Lür. Und er ist in der Produktion besser als ich. Habt ihr das gesehen? Jetzt sind wir 17, 16 und jetzt hole ich erst hier auf. Also er ist besser als ich bislang. Ja, das ist ein unglückliches Wildschwein. Finde ich gut, dass er einen Webstuhl holt. Das hätte ich auch gemacht. Dass es hinter einem Wald steht. Oh, okay. Das tut natürlich weh. Was da passiert ist, also es ist kein Zufall, dass Dorfbewohner oder Pech, dass Dorfbewohner stehen bleiben und sich gegen das Wildschwein auf einmal zur Wehr setzen wollen. Das passiert, wenn man den Dorfbewohner nicht einen Laufbefehl gibt, sondern einen anderen Befehl. Also wenn man zum Beispiel einen Dorfbewohner, der schießt aufs Wildschwein, dann schickt man ihn zurück und dann klickt man zum Beispiel, vielleicht hat er die Nahrung, dann hat er rechts auf das Dorfzentrum geklickt. Das wäre dann also der Befehl, Nahrung abliefern. Wenn ein Dorfbewohner einen Befehl hat, etwas zu tun, was nicht laufen ist und dann angegriffen wird, dann schlägt er zurück. Das heißt, er hat jetzt vielleicht geschossen und dann aufs Dorfzentrum geklickt, dann ist der Dorfbewohner erstmal hier lang gelaufen, dann hat er einen Schlag von dem Wildschwein abbekommen und dann hat er eben, weil er einen Befehl hatte, etwas zu tun und sich darin gestört fühlte, den Mut bewiesen, sich gegen das Wildschwein zur Wehr zu setzen. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass er zum Beispiel auf das Lama geklickt hat, also Ressourcen sammeln geklickt hat oder auf den Baum, also irgendwohin alles außer Laufbefehl im Prinzip. Wenn er einen Laufbefehl gemacht hätte, dann wäre das nicht passiert. Er hat hier auf jeden Fall irgendeinen Befehl im Sinne von liefer die Ressource ab oder sammle eine Ressource gegeben und dadurch hat er jetzt leider einen Dorfbewohner verloren. Der Webstuhl kam leider auch nicht mehr rechtzeitig dann rein. Das ist jetzt sehr schade. Da hat er jetzt seinen Vorteil leider wieder verloren, denn er hat jetzt jetzt ist er zwei Dorfbewohner hinten, zum einen, weil ich jetzt erst den Webstuhl mache, also er ist nicht wirklich hinten, ne? Aber den anderen ist er natürlich hinten, weil er ihn verloren hat. Also wenn er hier 22 Populationen macht, ist das effektiv die 23, weil man den verlorenen Dorfbewohner mit einrechnen muss noch. Das erklärt dann auch seine etwas verspätete Feudalzeit im Vergleich zu meiner, die war aber auch, glaube ich, nicht so gut, ich hab's jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Also unser Start bei uns beiden nicht so perfekt, dass ich jetzt hier überall meine übertriebenen kleinen Mauern gebaut habe, die wir an diesem Level quasi einbauen möchten. Das hat mir auch noch ein bisschen Arbeitszeit gekostet, aber er macht das Ähnliches hier, sehen wir auch. Er hat sich von mir inspirieren lassen. Aber es ist besser so als andersrum. Ich glaube, ich habe nur diesen einen Dorfbewohner hier verloren, ansonsten war das relativ sicher. Hätte noch versucht zu quickwallen. Das war ein Fehler, da zu versuchen, den auf Klöffelkomm rauszubekommen, den Dorfbewohner. Das hatte ich zwei Situationen, wo ich sehr viel ins Dorfzentrum quasi gerannt bin. So. Mit drei Dorfbewohnern Mauern hier ist ein bisschen exzessiv, würde ich sagen. Aber er hat seine sehr kompakte Basis sich gefunden. Das hier sieht er später noch. Ich habe es ja später versucht, einfach reinzulaufen. Und sein Stall ist jetzt natürlich ein bisschen später als meiner. Ne, warte mal, das ist seine Schmiede. Sein Stall steht hier. Interessant, ja. Er hat halt deutlich mehr gemauert als ich, aber bei ihm lief es auch mit der Wirtschaft insgesamt irgendwie besser. Er hat mit den Schafen nicht das Problem gehabt. Er hat den Bonus, dass er schneller von den Bären sammelt. Dadurch bei ihm nicht dieses Problem mit der Produktion. Weil ich war ja deutlich vor ihm in der nächsten Zeit und trotzdem ist unser Militär gleich. Und bei mir ist auch noch ein Scout angeschlagen, von daher ist er aktuell auf jeden Fall militärisch vorne. Und jetzt gleich hat er natürlich auch den dritten Scout dann auf dem Feld und seine Scouts haben natürlich auch, da er Franke ist, mehr Lebenspunkte. Ganz kurz nochmal hier gucken. Ja, die Aufnahme läuft richtig. Alles gut. Hier erkennt er auch das. Ne, warte mal. Das bin ich. Okay, also. Das hier ein Fehler von mir hier reinzulaufen. Auf jeden Fall. Da verliere ich ja gleich noch, glaube ich, einen Scout und dann Lebenspunkt auf dem anderen. Ich hatte alle höchstens halt diesen Dorfbewohner hier bekommen, aber da hat er mit seinen Quickwall Skills das auf jeden Fall verhindert. Bei mir jetzt bei uns beiden keine Militärproduktion. Ich glaube bei ihm eher, weil er sich so ein bisschen irritieren lässt gerade. Er hätte theoretisch. Na gut, Speerträger ist auch in Ordnung. Vielleicht sogar beide? Aber schlimmer als ich dachte. Also so gut wie beide. Nicht gut gemacht von mir. Dadurch ist er jetzt. Ich glaube auch, das eine Militär von mir ist. Ach Quatsch, ich habe noch einen zweiten Scout irgendwo, ne? Genau, ich habe zwei Scouts und mache jetzt einen Speerträger.
Und er ist auch, was den Dorfbewohner angeht, hat er wieder aufgeholt. Da habe ich wieder irgendwo gepennt anscheinend. Also seine Dorfbewohnerproduktion scheint insgesamt solider gewesen zu sein als meine. Weil der Vorsprung nicht mehr so ist. Das war ein Missklick, nehme ich mal an. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber hier hätte er nicht kämpfen sollen, weil er hatte nicht so eine riesen Scout-Übermacht, dass er den Speerträger einfach ignorieren kann. Und selbst hier, wie 4 Scouts gegen einen Speerträger und gegen einen Dorfbewohner tauschen, wäre in jedem Fall ein schlechter Deal gewesen. Also ist gut, dass er dann irgendwann sich nochmal besinnt und da wegläuft. Da hat er im Prinzip den Vorteil, den er bis dahin hatte, so ein bisschen verspielt, weil er militärisch eigentlich vorne war. Und dann hat er hier 2 Scouts für Umme einfach weggegeben, wie man so schön sagt. So, und hier hatte er einfach weniger Lebenspunkte als ich, da konnte er dann nicht mehr allzu viel machen gegen die Scouts. Das ist sein erster richtiger Fehler, den wir jetzt hier sehen. Er holt sich nämlich gerade das defensiv upgrade Pferde. Er hat auch, also gut, ich sag's mal, es ist ein anderthalbfacher Fehler, weil er überhaupt diese Schmiede schon so früh gebaut hat, das war auch schon ein Fehler. Also ich habe ja erst, als ich das gesehen habe, im Spiel gedacht, so, hey, geht er gerade auf Fastcastle? Er hat diese Schmiede bis dato nicht benutzt. Das ist also 150 Holz, die er ausgegeben hat, ohne dass das irgendetwas gebracht hätte. Und jetzt benutzt er es und gibt Nahrung aus. Das sind 150 Nahrung. Und ich weiß aus dem Spielverlauf voraus, dass er nicht mehr Scouts gemacht hat oder mehr daraus Profit schlagen konnte, so wie er gespielt hat. Von daher sind das jetzt 150 Nahrung, die er einfach verschwendet gerade. Dieses Upgrade hätte er sich auf dem Weg in die nächste Zeit holen sollen. Vielleicht bricht das auch noch ab. Aber es ist ein Fehler, wenn er es jetzt durchzieht. Dadurch ist er einfach von der Nahrung hinten und kommt nicht so schnell in die nächste Zeit. Und er hat einen einzigen Scout. Darf ich jetzt ein Upgrade machen? Bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich das Upgrade geholt, also es ist durchgegangen. Das war gut vor ihm, dass er das gesehen hat. Und er achtet auch penibel darauf, also er macht so ein bisschen Micro, dass er immer den Dorfwunder blockiert, dass er nicht richtig zurücklaufen kann. Ja, meine Scouts kamen nicht rein, die hätte ich dann natürlich schon eher zurückziehen müssen oder wollen. Da sind sie auch schon. Ja, allein für die Aktion jetzt hier 150 Nahrung zu versenken, finde ich ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Aber ich glaube, wir waren relativ gleich auf, was die nächste Zeit anging. Mir ist es irgendwie Leerlauf. Jetzt mache ich die nächste Zeit. Ja, wir waren ja fast genau gleich. 5% Unterschied. Ja, also man sieht, er hätte das bessere Volk natürlich, ne? Er hätte, also so wie ich es gespielt habe, wenn ich mein Volk wirklich hätte spielen wollen, hätte ich das zweite Dorfzentrum früher bauen müssen. Das führt zu weit, das möchte ich hier noch nicht zeigen. Er hätte früher als ich in der nächsten Zeit sein können, auf jeden Fall, das haben wir gesehen. Er hat halt nur 150 Nahrung schon ausgegeben, die er noch nicht hätte ausgeben müssen. So, jetzt kommt sein zweiter Stall hier. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum der erste hier stand, ehrlich gesagt. Der hätte eigentlich da stehen müssen, wo die Schmiede steht, aber naja. Ich möchte mal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, der mit ihm nichts zu tun hat, sondern nur mit mir. Wenn man auf seine Spezialeinheit gehen möchte, braucht man natürlich Stein, ne? Braucht man eine Burg. Und was ich hier gemacht habe, haben wir hier gesehen, ich habe einfach Leute von einer Ressource, von der ich denke, dass ich sie nicht so intensiv brauchen werde, abgezogen. In dem Fall Nahrung, weil ich nur einen Stall behalten habe und da jetzt nur defensiv ein paar Kamele draus machen werde. Deshalb habe ich hier Leute abgezogen und damit ein Bergarbeiterlager gebaut. Wenn man noch seine 200 Steine vom Start hat, also jetzt kein Dorfzentrum gebaut hätte, gibt es wirklich auch eine Faustregel, und das ist wirklich nur, wenn ihr ganz, ganz, ganz dringend diese Burg braucht und euch da vorher nicht darauf konzentriert habt. Wenn ihr wirklich zu Beginn der Ritterzeit die Entscheidung gefällt habt, ich brauche sofort, wenn ich in der Ritterzeit bin, die Burg. Dann habt die Zahl 10 im Kopf. Nehmt euch 10 Dorfbewohner, schickt die auf Stein. Wenn ihr am Anfang der Ritterzeit anfangt zu sammeln, reicht das aus, um am Anfang der Ritterzeit dann, also wenn man sie fertig erforscht hat, dann die Burg zu bauen. Aber es sind halt 10 Dorfbewohner, die anderweitig nicht arbeiten und es ist ein bisschen übertrieben. Also wenn ihr eine Burg bauen wollt und die nicht unbedingt jetzt in irgendeinem Panikmodus oder wegen irgendeiner krassen All-In-Strategie auf jeden Fall fällig ist, dann geht es ein bisschen ruhiger an. 7 ist auch schon eine gute Zahl, eine hohe Zahl. Es reicht dicke auch noch aus. Und bei mir habe ich ja auch noch das Dorfzentrum vorgezogen, bevor ich die Burg gemacht habe, weil ich ja meine Kamele zu verteidigen hatte. Das wollte ich nur mal kurz ansprechen. So, jetzt gucken wir wieder, was bei ihm los ist. Bei ihm auch nicht so viel auf Gold. Also aber er hat eigentlich relativ ordentlich Armee gemacht. So, schauen wir mal, was kommt. Erstmal das Upgrade hier, 2 mal Ritter, dann das Dorfzentrum hat mir auch gut gefallen, das schützt nochmal sein Gold hier draußen. Aber so viele Ritter auf einmal kann er jetzt nicht machen, weil er sich eben auch das zweite Defensiv-Upgrade sofort geholt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das geholt habe. Ich glaube nicht, ne? Ne, habe ich nicht. Können wir es auch hier bei den Scouts sehen, sonst würde hier +2 stehen.
Hätte sich aber auch nicht gelohnt. Ich glaube, das habe ich erst geholt, als ich später die Entscheidung getroffen habe, nochmal vielleicht Hussare mit reinzumixen in meine Armee. Das Upgrade hier, das zweite Gold-Upgrade, ist relativ teuer dafür, dass, was es bringt. Deshalb ist es eigentlich ein Upgrade, das man in der Regel eher so in der Imperialzeit holt. Wenn, das sind halt quasi Ressourcen, die noch nicht so effektiv hier auszugeben sind. Aber es ist eine Kleinigkeit. Das ist nichts, was man jetzt nicht irgendwie groß merken muss. So, den Move, den ich jetzt hier an der Stelle gemacht habe, haben wir ja schon öfter von Spielern, gegen die ich gespielt habe, gesehen. Da habe ich ihn später auch irgendwann reingelassen. Das war so ein bisschen eine Falle, die ich da eben gestellt habe. Weil ich einfach wusste, dass ich die Armee habe, um es abzuwehren. Ich habe tatsächlich mehr Militär als er und auch mehr Dorfbewohner. Ich hatte aber das dritte Dorfzentrum auf jeden Fall früher als er und er ist aktuell noch auf 2, genau. Deshalb kommt auch der Vorsprung. Ich glaube nicht, dass es an meinem ersten Dorfzentrum, an meinem ersten zusätzlichen Dorfzentrum lag. So, noch ein zusätzlicher Stall auf 3 Ställe geht er hier. Das könnte ein bisschen zu viel des Guten sein. Ich glaube nicht, dass er die Produktion aus 3 Ställen, 2 Kasernen und 2 Dorfzentren konstant aufrechterhalten kann. Das bezweifle ich stark. Vor allem, weil er hier noch zweimal nahrungsintensive Technologien gerade holt. Wenn man so viel investiert und so viele Militärgebäude baut, muss man die auch erstens natürlich benutzen und zweitens irgendwie auch Kapital rausschlagen, das heißt offensiv spielen. Ja, wir sehen es. Wie viele von denen sind aktiv? Es sind 5 Militärgebäude, die er gibt. Also 3 Ställe. Und 2 Kasernen. Und wie viele Militär wird produziert? 2. Also, der dritte Stall war unnötig, die zweite Kaserne bislang auch. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Genau, und hier habe ich dann quasi reingelassen. Da hätte ich auch gegenwahlen können, aber ich war hier realistischerweise nicht in Gefahr, weil ich meine Dorfzentren platziert hatte. Das konnte ich halt, wie wir gesehen haben, meine Dorfbewohner auch zurückziehen und ich meine Kamele halt zur Verteidigung hatte. Außerdem ist es so, das ist auch nochmal, das hab ich gar nicht erwähnt, das ist ein Bonus der, der Kumanen. Die bekommen pro Zeitalter 5% Schnelligkeit auf ihrer Kavallerie. Das ersetzt bei denen wie heißt das denn? Da ist es doch. Die Pferdehaltung. Und ich glaube, er hat die Pferdehaltung noch nicht erforscht. Nee, hat er nicht. Das macht meine Kavallerie also hier gerade 10% schneller als seine. Das heißt, ich kann die auf jeden Fall auch einholen, so heißt es. Oder einfangen, sagen wir mal. Das heißt, es kann er ahnen, also wenn er die Völker gut genug kennt, dass er weiß, dass das der Fall ist, dann weiß er das eigentlich. Und er hat meine Kamele auch gesehen. Also eigentlich finde ich es nicht gut, dass er hier reinläuft. Vor allem mit der Burg, da hat er auch nochmal ein paar Salven abbekommen. Es ist sehr riskant. Also ihr müsst hier schon ordentlich Schaden machen, damit sich das lohnt. Und währenddessen sehen wir, er hat seine 2 Dorfzentren aktiv, das funktioniert sehr gut, aber er hat 3 Militärgebäude und benutzt aktuell nur 1 davon. Was habe ich? Ich habe 2 Militärgebäude, die ich benutzen möchte, also die Kaserne brauchte ich ja nur, um meinen Stall freizuschalten und 1-2 Speerträger zu machen. Die beiden Gebäude hier benutze ich die ganze Zeit und die Kamele höre ich auch irgendwann auf zu produzieren und mache dann nur noch meine Kipchak. Von daher, bei mir läuft die Produktion gerade so, wie sie sein sollte und bei ihm, er hat investiert in Gebäude, die er nicht benutzt und das ist verlangsamt ihn unnötig. Ich glaube, er hat hier auch keinen Dorfbewohner bekommen. Ich glaube, ich habe immer rechtzeitig Dorfbewohner weggezogen. Und wir sehen, ich benutze nicht die Dorfglocke, sondern quartiere lokal die Einheiten ein, die auch in Gefahr sind, schicke dann diejenigen, die nicht mehr in Gefahr sind, auch wieder zurück, damit die weiter sammeln. Genau, ich habe mir auch nur die beiden Upgrades geholt, nicht das dritte. Kann sein, dass er hier doch nochmal einen Dorfbewohner bekommt. Oder läuft er einfach wieder raus? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Er kämpft hier. Ja, der hätte vielleicht noch versuchen können rauszulaufen, also den Kampf verliert er auf jeden Fall hier. Kamele haben ja Bonusschaden und er hat nicht die Riesenmasse, dass er die Kamele einfach überwältigen könnte. Ja, das war kein guter Kampf für ihn und jetzt ist er auf jeden Fall hinten und wir sehen auch an der Bevölkerung, da bei ihm bislang nur 2 Dorfzentren sind, er hat quasi, jetzt produziert er übrigens gut Armee, jetzt läuft's gut, aber ein bisschen spät, also es lief meistens nicht so. Und er weiß übrigens jetzt, dass ich 3 Dorfzentren habe. Also er müsste spätestens jetzt wissen, dass er wahrscheinlich wirtschaftlich hinten ist. Und jetzt durch diese Aktion hier, die ihm nichts gebracht hat, ist er auch wahrscheinlich militärisch hinten. Also es ist jetzt eine schwierige Situation für ihn. Ich habe jetzt hier größtenteils defensiv gespielt. Ich glaube, das war auch ein Novum. Ich hätte natürlich auch nochmal gucken können, ob ich hier mit dem Kipchak hinballern kann. Also hier hinstellen und dann auf sein Gold schießen. Oder hier hinten rumlaufen und hier beim Holz ärgern. Das wäre auch noch sehr effektiv gewesen auf jeden Fall. Das hier war sehr gut, dass er diese Position hier für sich erkannt hat, dass er hier gewartet hat. Sodass ich da keine Burg platzieren konnte. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig für ihn geworden, das zu verteidigen. Wenn ich hier
runtergepusht hätte quasi. Natürlich war von hier aus das dann auch nicht schlecht. Ich habe das natürlich hier gemacht, weil ich hier einfach nicht genug Platz hatte, ne? Das war der Hauptgrund. Und er eben diesen Hügel eingenommen hatte. Diese Position wäre an sich perfekt gewesen, aber die hatte er eben. Jetzt holt er sich auch gerade die Pferdehaltung. Und er hat extrem viel Gold. Das heißt auch, da stimmt irgendwas mit der Produktion und dem Einkommen nicht. Also hat sich ja das zweite Gold-Upgrade sogar geholt und investiert aber nicht allzu viel Gold aktuell. Hat aber alle Upgrades auf seinen Reiter mittlerweile. Und die Kollegen hier haben auch alle Upgrades. Also da ist viel entwickelt worden schon. Das muss ich aber auch irgendwie bezahlt machen. Kostet nämlich alles Nahrung. Ich bin jetzt knapp 20 Dorfwohner gerade vorne. Oder mehr als 20, ne? Ja, 24 Dorfwohner vorne. Sein drittes Dorfzentrum steht aber mittlerweile. Ich finde es gut, wie aktiv er auch mit seiner Armee ist. Also er versucht immer wieder und guckt, wo sind bei mir eventuelle Schwachstellen. Aber ich bin jetzt in der Imperialzeit, ich habe weniger investiert als er und allgemein auch natürlich eine weniger nahrungsintensive Armee. Der Baum hier, das ist natürlich ein bisschen sehr fortgeschritten. Den kann man theoretisch benutzen, um in die Basis einzudringen. Also hätte er einen Dorfwohner nicht abziehen können, der hackt hier mal kurz die 5 Holz und dann kann er hier reinlaufen. Aber das ist nichts, was man, also es ist unwahrscheinlich, dass es mich überraschen würde, einfach weil ich den Dorfwohner natürlich hier sehe und dann hier mauern kann. Aber das würde halt keinen Angriffssound geben. Also das ist jetzt nur mal ganz kreativ irgendwie an die Seite gedacht. Es ist keine Formulierung, ehrlich gesagt, an die Seite gedacht, aber ich versuche sie gerade zu etablieren. Finde auch gut, dass er hier ein Kloster gemacht hat. Das kann, ich weiß nicht, wann das gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kam nach dem Dorfzentrum. Von daher kam das auch, nachdem er wusste, dass ich Kipchaks hatte. Wenn er nur hier mit Rittern gegen Kamele kämpft, ist es sehr, sehr gut, Mönche einfach reinzumixen, die dann ein, zwei Kamele zwischendurch konvertieren und ein bisschen mit Heilen noch die Armee boosten. Dann kann man auch mit Rittern gegen Kamele in nicht allzu großen Anzahlen, also wenn es 10 gegen 10 zum Beispiel sind, da kann man da ganz gut bestehen. Jetzt fängt er hier auch mit... Ah, die Burg kam erst relativ spät, okay. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Armee, um das aufzuhalten. Mehr Armee als ich hier, 40. Bei mir sind noch so eine Handvoll Kamele mit dabei. Und Kipchaks sind nicht so stark, dass man sie gegen so viel Armee auf einmal einsetzen könnte, ohne sich wirklich den Arsch abzumikronen, wenn man das so sagen darf. Ja, was eben auf jeden Fall wehgetan hätte, wäre, wenn ich mit dem Kipchak ein bisschen aktiver gewesen wäre. Das heißt, ich ihn hier so ein bisschen ärgern. Aber ja, letztendlich bin ich eigentlich ganz auch aus, lehrreicher sich als Lehrmeister hier ganz froh, dass das so gekommen ist, weil einfach ich glaube, dass es ganz cool ist, wenn wir mal wirklich eine defensive Partie sehen, wo ich erst in der Imperialzeit wirklich losschlage. Ich glaube, das ist ganz interessant auch. So, er hat aber sehr gut durchproduziert mit seinen Dorfzentren, sodass er nur noch, also er ist nach wie vor ungefähr die gleiche Anzahl an Dorfwohnern hinten und holt halt stetig auf, weil ich natürlich demnächst bei dem theoretischen Maximum bin, wo man eigentlich aufhören sollte. Also jetzt ungefähr wäre eigentlich bei mir schon, sollte eigentlich schon Schluss sein. Aber das war mehr so ein Reflex, dass ich durchgezogen habe, quasi mit der Produktion. Ja, jetzt produziert er weiterhin sowohl, die Manga habe ich übrigens auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Dies ging, ja gut, wenn er da Onaga draus macht. Und das Baukran-Upgrade verstehe ich auch nicht. Das hilft ihm, schneller Gebäude zu bauen. Ich glaube nicht, dass das gerade so ausschlaggebend ist. Das wäre für ihn wichtiger, Armee auf die Straße zu kriegen, um meinen bevorstehenden Push abzuwehren. Das hier hat er übrigens gescoutet, er weiß nicht, dass hier eine Burg steht, aber er kann anhand dieses Scoutings eigentlich schon erahnen, dass mein Push aus dieser Richtung hier kommen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass ich hier langlaufen würde. Ich finde es auch super, dass ich diese Reliquie noch geholt habe. Da habe ich hier in meiner Lücke so ein bisschen verkackt. So, mich würde auch mal interessieren, wie viel ich hier an der Stelle verloren habe, ehrlich gesagt. Das sind 27 Kipchaks, da kommen noch ein paar dazu. Sagen wir mal, es sind 30, die an diesem Kampf teilnehmen. Und bei ihm sind es insgesamt 48 Einheiten. Ich glaube, er zieht sich irgendwann zurück. Ah, das nächste Upgrade kommt schon rein. Ich glaube, also ich zerstöre tatsächlich die Schmiede, bevor dieses Upgrade reinkommt. Und das ist das Upgrade, das ihn auch gegen Fernkämpfer deutlich widerstandsfähiger macht. Also ich glaube, das war auch auf jeden Fall kein unwichtiger Faktor. Das gucken wir mal. Mich würde es einfach interessieren, wie dieser Kampf wirklich lief, wenn man mal alles mit einrechnet hier. Also hier kommen auch Verstärkungen dazu, also jetzt ist den hier da rechne ich quasi minus 1, minus 2, die quasi noch in die Truppe dazugekommen sind, minus 3. So.
Ja, okay, also ich habe wirklich echt nicht viel verloren und bei ihm, ja, die Ritter hat er meistens, hat er größtenteils gerettet. Also ich würde uns beiden einen ja, annehmbaren Kampf hier attestieren. Bei ihm tut es halt auf jeden Fall hier weh, dass er das Upgrade nicht bekommt, ne? Aber ich glaube, dass das Spiel an der Stelle realistischweise für ihn nicht mehr wirklich zu retten ist. Einfach weil Kipchak so eine Einheit ist, die in Masse richtig, richtig gefährlich wird. Und die Franken haben so ein bisschen auch eine Schwäche gegen berittene Bogenschützen, weil sie keine guten Plänkler haben. Und ihnen auch das letzte Upgrade auf der Reichweite fehlt. Den Kumanen auch, aber die Kipchaks, die leben nicht von ihrer Reichweite, sondern von der Anzahl an Pfeilen, die sie verschießen. Und von der Masse einfach der Einheit. Ja, und ich denke, es ist auch hier realistisch für ihn, dann gleich das Handtuch zu werfen. Er weiß selber, wie viel Militär er hat und was er sich leisten kann. Das Gold geht hier langsam zur Neige und er kann sich auch hier bei dir so nicht leisten. Er hat. Ja, jetzt baut er gerade erst die neuen Produktionsgebäude. Ja. Also ist okay, dass er hier dann gleich aufgibt. Aber ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Partie gespielt. Er war aktiv mit seiner Armee. Produktion war nicht immer auf der Höhe, sage ich mal. Da hat er zu viel erstmal investiert und das erst zu sporadisch verwendet. Aber insgesamt fand ich es ziemlich gut von ihm. Auch seine Quick-Wall-Skills und Micro mit den Einheiten war sehr, sehr schön anzusehen. Also eine gute Partie auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzusehen und es war auch lehrreich für euch. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.